Oh, Tim hat die Duden. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV? Best Sender in the world. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Max ist wieder mit am Start und Tim und wir spielen heute die Geisterfahrer Challenge, die Ghost Ride Challenge. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich damit meine und was wir gleich machen. Anfahren, dann vom Fahrrad abspringen, wieder auffangen. Wer von uns dreien am weitesten kommt als Geisterfahrer, der gewinnt die Challenge. Man kann das, glaube ich, nicht ganz perfekt timen, aber wir versuchen genau hier das Fahrrad loszulassen. Und dann haben wir hier die Markierung, wo wir markieren können, wie weit wir denn ungefähr gekommen sind. Ah, oh, nein! Ich habe das Spiel vorgeschlagen und jetzt vermassel ich das so. Yes! Das war immer so einfach, Junge. War jetzt nicht Weltklasse, geht auf jeden Fall mehr. Tim ist dran und wir gucken mal, wie weit er es schafft. Oh nein. Es war so klar, es war so klar, dass der das kann. Max und ich versuchen das jetzt zu toppen. Tim, du musst es noch los. Ich weiß nicht, ob sie macht. Macht's gut, hä? Mach's gut. Oh, mit Stunts zuvor. Ja, Tim, du hast weiter den Punkt gesetzt und Max und ich probieren einfach nochmal deinen Wert zu schlagen. Ich glaube, hier war's. Was sieht's jetzt leider, ne? Gleichstand oder ein Zentimeter besser? Ey, das ist doch nicht ernst. Das ist der Rotor. Ist das, das ist der Rotor. Das kann echt sein, wenn man die Sperre lenkt. Ja, ohne. Wir haben jetzt auf jeden Fall festgestellt, dass das rote Jersey und das schwarze Jersey ziemlich schnell ist und das grüne ist langsamer. Das grüne kann gut Bars spinnen. Und um mich hier erstmal abzureagieren, mache ich, glaube ich, keine 10 Liegestütze, sondern 10 Bars mit. 4, 5. 6, 7, 8, 9. Die Jungs hatten jetzt die Theorie, dass es bei mir das Fahrrad verzieht, weil ich den Rotor dran habe. Ich schaue mir jetzt kurz vom Tim das Fahrrad und probiere es, ob es damit besser geht. Wenn es okay ist, klar. Bike Swap. Geiler Zwirn, Junge, geiler Zwirn. Danke. Also ich würde sagen, zum Glück hat das jetzt mit dem Fahrrad funktioniert und Tim und Max versuchen das jetzt zu toppen. Tim kommt. Auto kommt, leider. Das Auto zu. Danke. Lange Hose. Oh, Tim hat die Duden. Ach du Sau. Nee. Das war eng, aber. Junge, mega. Mir tut der Rücken weh, ich bin gelaufen wie eingeschossen. Oh. Du darfst deine Position setzen. Also ganz hier bei dem warst du nicht. Ich glaube, Hand dran hattest du. Da? Wo du warst, du standst hier. Ja. Ey, mittlerweile. Wie weit ist das? 30 Meter? Bestimmt, oder? Wir müssen es mal ablaufen. 20, ich denke 25. Hallo. Was denkst du? Macht Max das Ding jetzt? Das. Ich wollte doch so lange wie es geht. Das war sketchy, nice.
Nicht ganz. Hier waren wir. Also muss Max und ich nochmal ran. Weil der Herr da drüben eine unglaubliche Weide gesetzt hat. So, Lukas ist dran. Oh yeah, Tiger. Nein! Ja, das war jetzt hier leider. Alter, ich habe das Gefühl, dass ihr zu langsam startet. Meinst du das? Also ich bin echt, mehr ich Kickdown, war oder viel was? Zu schnell. Schneller, schneller. Nee, noch Nahkampf oder okay, Fahrrad. Geht los. Ein Windzug. Genau jetzt, wo ich das Video hochgeladen habe, am Freitag, dem 15.05. um 13 Uhr, ist es soweit. Also genau jetzt, die neuen Bike-Klamotten sind endlich draußen. Einmal das grüne Jersey, einmal das schwarze, was Max trägt. Hallo. Einmal das von Tim mit den Rot-Camo-Ärmeln. Und die Bikehosen sind endlich draußen. Hat aufgrund von Corona etwas gedauert. Wir hatten ziemliche Lieferschwierigkeiten, aber jetzt ist alles draußen. Und wir haben uns überlegt, da wir einige Nachrichten bekommen haben, ob wir denn Gesichtsmasken machen, was ja zurzeit ziemlich überall beim Einkaufen Pflicht ist. Wir wollten die aber nicht machen, denn nach der ganzen Situation kann man die ja vielleicht nicht mehr für so viel verwenden. Es gibt aber so Schale oder Bandanas, wie man es auch nennen möchte. Die kann man so tragen, natürlich auch zum Einkaufen, bedecken Mund und Nase. Und später, wenn es aber mal kalt ist und man geht auf eine Fahrradtour, Enduro-Tour oder sowas, schützen die auch und halten warm mit Life Short Standard und Camo. Geben wir zu jeder einzelnen Bestellung von euch dazu. Wir haben 1000 Stück gemacht, darauf sind die limitiert. Wenn ihr also jetzt bestellt, dann gibt es zu eurer Bestellung ein so ein Bandana dazu zur Bike-Kollektion. Du gibst auf. Lukas sagt nichts dazu, der guckt ganz Lukas gibt noch nicht auf. Der gibt noch nicht auf. Max und ich verzweifeln gerade, weil das Fahrrad immer irgendwann halt einfach kippt. Das bleibt richtig schön gerade und dann auf einmal zack. Und Tim meinte, er zeigt uns jetzt nochmal, wie es geht. Mal gucken. Ist jetzt geschafft, ist halt schlecht. Okay. Ja, irgendwas hat sich verändert hier. Vielleicht ist die Erde doch flach. Das ist die Thermik. Und das liegt daran. Ja. Das ist die Thermik. Ja, die Thermik, vielleicht ist es flach. Hier ist eine mega lange Straße und da vorne ist Baustelle. Und hier hat man ein bisschen mehr Platz. Ich kann das jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Wir haben Tim zum Gewinner gekrönt, weil der hat uns beide, Max und mich, einfach Ast reingeschlagen. Aber die Straße lädt ein für den Running Mode. Servus! Also Lukas probiert es mit einem Manual. Das kann ich besser. Alter, der fährt ja immer noch. Der steht doch schon, oder? Nein. Alter, ohne das war krass, Junge. Ey Tim, wollen wir mal ein Fakie machen? Ach, nächste okay. Challenge. Wir machen jetzt die Fakie-Challenge. Wer kann am längsten Fakie fahren? Wir haben ja jetzt hier ein ziemlich Anlauf egal. Großes Areal. Ab nee. Den Dingern? Ab den Dingern, ja. Wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck oder Tim einfach? Der Gewinner hat das Recht zu beginnen. Ja, wir schnicken? Schon anderthalb wir schnicken? Ja. Okay. Wo bist du?
Ey, irgendwann muss man so viele Correct-Schnocks machen. Ja. Oh, das brennt in den Beinen, oder? Ey, vor allem habe ich schon... Ich habe schon nach der Hälfte gedacht, man hat so ein komplett verzogenes Gefühl. Ich habe gedacht, ich habe Max schon gleich ein. Aber hat man nicht. Es wäre geiler, wenn das leicht bergab geht, weil man verliert irgendwann halt voll an Schwung. Aber voll an Verlast. Ja, ich glaube, Max ist schon wieder vorne und will das Ganze normal probieren. Sag's nochmal. Es geht nur einmal, du hast gewonnen. Das grüne Jersey hat gewonnen. Das grüne Jersey kann Fakies fahren, aber das rote Jersey kann den Running Man, den Geisterfahrer. Das schwarze kann nichts. Das war's. Wir haben uns heute gedacht, wir machen einfach mal ein paar Challenges und nicht so viele Tricks oder Sprünge, sondern einfach mal was anderes. Wir hoffen, es hat euch gefallen, jetzt zu haben, jetzt online, die drei neuen Jerseys sowie die Downhill-Hose, die ja schon seit einiger Zeit gezeigt wurde, aber war leider noch nicht verfügbar. Jetzt ist es soweit, jetzt im Shop verfügbar und wir geben für jeden, der bestellt, für die nächsten 1000 Bestellungen diese Bandanas dazu, ja, die man nicht nur jetzt benutzen kann, wenn man in den Supermarkt geht oder Bus fährt, Bahn fährt oder im Lift im Bikepark sitzt, sondern man kann die natürlich auch wunderbar für Touren mit dem Fahrrad benutzen, wenn es mal ein bisschen kälter ist. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Haut rein, Leute. Dreier-Check oder was? Peace.